Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wie bereits am Sonntag erwähnt, leisten wir heute unseren Beitrag zur Challenge Kochsünde trifft Lieblingsgericht ins Leben gerufen von der Gartenarche. Wir wurden von Bacon Chris nominiert. Meine Frau hat eine spontane Idee gehabt. Wir machen Kartoffelklatschler. Was das ist, wie es gemacht wird, zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Hier unsere heutigen Zutaten. Wir brauchen gekochte Kartoffeln vom Vortag, Eier, Mehl, zum Ausbacken Öl und wir brauchen dann noch Zucker. Und was wir daraus machen, zeigen wir euch gleich. Aus den geriebenen Kartoffeln, den beiden Eiern und 250 Gramm Mehl habe ich nun einen Kloßteig bereitet und den zu einer Rolle geformt. Den Teig schneide ich nun nach und nach in Scheiben und die einzelnen Scheiben drücke ich ein wenig platt. In einer Pfanne habe ich nun reichlich Öl erhitzt und darin brate ich nun unsere Kartoffelklatschler goldgelb aus. Alle kriegen wir nicht auf einmal rein, aber das machen wir nach und nach. So Freunde, die noch heißen Kartoffelklatschler werden jetzt direkt aus der Pfanne in den Zucker gegeben, darin gewälzt. Ja, und dann kann auch schon serviert werden. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, eine süße, aber total leckere Sache. Passt gut ein Pott Kaffee dazu. Ja, das war unser Beitrag zur Challenge. Hätten wir wahrscheinlich sonst nie gezeigt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr unten rechts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!